machst du da? Ich stelle meine Schuhe raus für Nikolaus. Was soll denn da passieren, deiner Meinung nach? Ja, morgen früh ist er voll. Mit was? Mit Hundekacke oder was? Nein, Mann, da kommt der Nikolaus jetzt rum, dann macht er da Schokoladen-Nikoläuse rein und Mandarinen, weißt du, die liebe ich ja so auch wegen Geruch und so, der wird bis oben hin gefüllt sein. Du lachst, ne, morgen früh? Du bist hier in Berlin, Alter, du bist über 30. Wer soll denn das da reintun? Das haben früher deine Eltern gemacht. Was glaubst du, da kommt der Nikolaus und tut dir da was rein? Mann! Mir reicht's. Ja, wirklich, also... Nicht alles mit dem Arschloch teilen. Na, Violetta, alles klar? Okay, gut. Wir haben letzte Woche hier einen kleinen Eklat gehabt, ne? Naja, Eklat ist jetzt vielleicht ein bisschen... Naja, es war schon hart an der Grenze. Wir haben letzte Woche Wenn ich Sie wäre gespielt in der Berlin-Edition. Und da kam es zu einer kleinen Auseinandersetzung zwischen Herrn Winterscheid und mir. Ich fasse das Ganze jetzt nochmal in einem kleinen Film zusammen und wir haben eine Lösung gefunden. Es ist wieder die Ordnung hergestellt, aber seht selbst. Ich finde, jetzt wäre es auch mal an der Zeit, dass du hier ein politisches Statement setzt. Wenn ich Sie wäre, würde ich mich jetzt vors Rote Rathaus stellen und mich selbst einpinkeln. Ich stelle mich doch nicht vors Rathaus und piss mir in die Hose, weil du das willst. Also, nee, nichts gewonnen. Du hast nicht gewonnen. Das ist eine Aufgabe, die ist außerhalb des Universums von Wenn ich Sie wäre. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache das nur einfach nicht. Ich werde jetzt dieses Schild niederlegen. Er wird das Schild niederlegen. Er will das Schild. Kann er überhaupt das Schild niederlegen? Oh Gott, er will das Schild. Oh Gott, er wird das Schild niederlegen. Wenn dieses Schild den Boden berührt hat, ist das Spiel für alle Zeiten nicht mehr existent. Überleg dir, ob du die Aufgabe zurückziehst. Hallo, Joko. Wer sind Sie? Ich bin der Architekt. Ich habe, Wenn ich Sie wäre, erschaffen. Ich habe auf dich gewartet. Warum bin ich hier? Was ihr im Moment spielt, ist die 6. Version von Wenn ich Sie wäre. Das heißt, die Version von Wenn ich Sie wäre Berlin wurde schon 5-mal vorher gespielt, oder? Alle Versionen von Wenn ich Sie wäre, wurden bereits gespielt. Die der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Bullshit. Von wem denn? Na, von euch. Ihr könnt euch nur nicht daran erinnern. Schon 5-mal musste ich das Spiel defragmentieren und neu einspeisen.
Es ist ein empfindliches Konstrukt, dessen Regeln unbedingt einzuhalten sind. Bei eurer Geburt wurden die DNA-Stränge synchronisiert und mit dem Urregelwerk versehen, weswegen ich zu 99% ausschließen konnte, dass einer von euch dieses missachtet. Ja. Aber bei der Programmierung von Wenn ich sie wäre, sind nun aber gewisse Anomalien aufgetreten, die trotz meiner Bemühungen nicht zu beseitigen sind. Ja. Es gibt drei Aufgaben, die auf keinen Fall gestellt werden dürfen. Ja. Erstens, katapultieren über 10 Kilometer. Zweitens, länger als 2 Minuten brennen. Und drittens, sich öffentlich einstrullern. Was aber noch schlimmer ist, Klaas darf auf keinen Fall das Schild niederlegen, bevor einer von euch beiden aufgibt. Schild niederlegen ist nicht gleichzusetzen mit Aufgabe. Das Spiel würde nämlich weiterlaufen. Die Spielgrenzen würden weitergehen, sich weiter ausbreiten. Es gäbe überhaupt keine Gewinner mehr und keine Verlierer. Alle wären Weltmeister und alle wären gedemütigt. Der Algorithmus im Binärsystem des Regelwerks würde sich sozusagen von Neuem erfinden. Autoschilder, Firmenschilder, Verkehrsschilder, alles würde durcheinander kommen. Es würde das totale Chaos auf der Welt ausbrechen. Die Finanzmärkte würden explodieren. Dämme würden brechen. Flüsse würden über die Ufer treten. Es wäre das totale Chaos auf der Welt. Deshalb darf das nicht passieren. Architekt, das wusste ich nicht. Tut mir leid, dann ziehe ich die Aufgabe natürlich zurück. Okay. Architekt, bis dann. Joko, bis dann. Ich ziehe die Aufgabe hiermit offiziell zurück. Okay. Gut, alles klar. Dann lass mal weitermachen. Gut. Ja, vernünftige Entscheidung. Das ist Berlin, Berlin, die Ehre von der Stadt. Das ist Berlin, die Stadt, die meine Liebe hat. Genau im Mittelpunkt der Welt hat sie der Herrgott hingestellt. Du mein Berlin. Das heißt, später mehr zum zweiten Teil, Wenn ich sie wäre, Berlin. Aber ich möchte kurz, du bist wirklich, also mich wundert es wahnsinnig, dass du nicht schon längst angefragt wurdest, um irgendwie historische Persönlichkeiten darzustellen in irgendwelchen großen Kinofilmen. Du bist ja wie das Großmimentum des Joko Winterscheid, oder? Hallo. Wirklich toll, also immer so, oh nein. Ich würde gerne mal sehen, wie du reagieren würdest, wenn du auf einmal vorm Architekten stehst. Na, außerdem haben die gesagt, ich soll Anomalien? Aber, Joko, ich kann dich beruhigen, vielleicht ist es eh egal, denn da hinten, time is ticking away. Das könnte es bald schon gewesen sein, ja? 14 Tage, 1 Stunde, 35 Minuten und 45, 44, 43 Sekunden. Danach sind wir alle tot, ja? Wir haben uns aber überlegt, wenn schon Weltuntergang, dann richtig. Und am 20.12. werden wir hier auf ZDF Neo die große Fernsehshow zum Weltuntergang moderieren. Ja? 21:45 geht's los. Ihr könnt gerne mit dabei sein. Mein Tipp für euch. Okay? Ich sollte Werbung machen. Die haben gesagt, mach mal Werbung und dann... Situation geht vorbei. Ja, okay, ich hab was. Hier sind meine Damen und Herren aus Münster. Idle Class. Sehr gut. Ich finde ja mittlerweile...
Genau, das heißt irgendwie. Mittlerweile wird er so ein bisschen faul, werden die langsam. Ne? Die nehmen das gar nicht mehr ernst. Das ist wie bei so Volksmusiksendungen, wenn diese Leute sich nicht mehr die Mühe machen, ein Mikrofon mit rauszubringen und einfach so hallo so rauskommen, ne? Andy Borg und so. Ich hoffe, sie hat jetzt ein Mikrofon dabei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, als ich erfahren habe, wer kommt, hat die Praktikantin der Redaktion gesagt so, oh, die redet doch so gerne über das Bumsen. Dann meinte jemand anders aus der Redaktion, nee, das ist sie nicht, das ist die, die so gerne säuft. Ja? Ansonsten moderiert sie doch ganz gerne und singt ganz gut. Hier ist die großartige Ina Müller. Hallo. Hallo. Was lebt ihr von Violetta? Von Violetta da. Ja, Violetta und ich kennen uns ja schon von früher. Wir sind ja zusammen zur Schule gegangen. Ja. Angriff ist die beste Verteidigung, ne? Das ist toll. Man denkt zu Hause immer, es sind viel mehr Leute da. Aber ihr macht echt Stimmung hier im Puff, oder? Ja, ja. Das ist, die werden auch wie bei dir so von der Zuschauerzahl. Ja, bei mir sind auch nur 12, aber hier gibt's ja kein Bier. Das können wir ändern. Willst du ein Bier haben? Ja. Kann ich mal ein Bier haben? Oh. Oh. Toll! Ich wollte eigentlich später erst mit dir in die Bar, ne? Aber ach so, ach, wir aber gehen doch in die Bar. Ich dachte, okay, wenn die Jungs schon Bier dabei haben, ne? Und ist nix, ist kein schöneres Bier als Bier, was umsonst ist. So, Prost. Prost. Klar, Snick. War Schnauze da hinten. Ja, wolltest du auch eins? Entschuldigung. Er meinte noch, will Klaas auch eins, aber so weit hatte ich gar nicht gedacht. Dann darauf zu antworten was. Dann hau ab, jetzt mach das Interview jetzt. Ich habe gerade gesagt, weil das ein sehr lustiger Moment war, als man mir sagte, dass du kommst. Ich hatte da gar nicht mehr mit gerechnet, dass wir uns nochmal wiedersehen. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Junge. Wegen so einer Aktion habe ich letztens richtig Ärger gekriegt, ne? Einfach irgendwie. Ja. Ich hätte es nicht gemacht, wenn es nicht sehr groß drauf wäre. Nein, alles gut. Aber ich fand es lustig, dass wirklich in der Redaktion auf einmal jemand sagte, so, ach die redet so gerne über das Bumsen. Ich? Ja, das hat irgendwie eine große Tageszeitung wohl mal getitelt, dass du auf deinen Konzerten so wahnsinnig viel über das Bumsen redest. Ich? Noch nie, auf ja. meinen Konzerten? Ja. Überhaupt nicht. Nee? Wie soll man sich das vorstellen? Ja, ich weiß Hallo, es auch nicht. Das, Münster, Folgendes. Ich bumse ja so gern. Oder nein, ich weiß nicht, ich wollte dich gerade fragen. Als ich neulich mal wieder bumste, da ist mir was passiert. Nein. Ich finde, bumsen ist auch ein ganz schönes Wort. Also, ja, ich finde auch vor allem bumsen ist wie Soße. Soße. Also das heißt bumsen und Soße. Soße. Oder? Ich, das, also würde ein Mann, in den ich mich gerade verliebt hätte, bumsen sagen, hätte ich mich sofort wieder entliebt, glaube ich. Was sagt man denn besser als bumsen? Ich finde Vögeln oder Ficken. Vögeln oder Ficken? Oder was sagt eure Generation? Tackern. Tackern. Nageln sagt man auch nicht mehr. Ich weiß nicht. Ich meine, wenn man es nicht ganz so, wenn man es nicht ganz über so abschätzt. Pisser ziehen vielleicht. Ja, aber jetzt bin, ich bin jetzt nicht angefangen mit dem Thema. Und das wird nicht, ich habe gerade gesagt, über einen Piss, ich habe gesagt, über einen Pisser ziehen, aber das ist ihm etwas ja, Entschuldigung, Klaas. Das ist mir alles so peinlich. Einer meiner Musiker, als er kacken musste, ich musste eine Stange Lehm rausdrücken. Das hatte ich auch noch nicht gehört. Ist das bei euch auch sehr alt? Nee, das ist bei uns immer, wenn einer schon, wenn es schon ein bisschen riecht, sagt man immer, das Schokoladenauto hupt schon. Oh. Ich hatte aber letztens eine sehr schöne Situation im Zug. Da saß eine Mutter mit ihrem, ich würde mal 5 Jahre alten Sohn tippen, und dann sagt er zu seiner Mutter, Mama, ich muss wursten. Nee. Das ist auch nett. Und ich habe wirklich, sie hat die Kopfhörer aufgesetzt und so, oh mein Gott. Und dann gehen die und kommen wieder und du weißt ganz genau, was Sache gewesen ist. Ne? Sie hat ihm den Arsch abgeputzt. Genau, naja. Mahlzeit. Aber was, um dann einfach vielleicht mal da einzusteigen, weshalb du auch unter anderem schon ein bisschen hier bist, du hast auf Plattdeutsch eine Platte eingesungen. Ja, auch. Also auch diverse Platten, aber auch auf Plattdeutsch. Das Tolle ist, ich habe gerade festgestellt am Sonntag, weil es gab eine Goldverleihung für mich. Ich bin die erste Künstlerin in Deutschland, die auf Plattdeutsch ein Album gemacht hat und dafür Gold gekriegt hat. Juhu! Aber schön, dass du das selber erzählst. Und ich wollte nämlich da gleich noch drauf kommen, dass das ist echt eine Auszeichnung. Ne? Ich meine, da sind ganz viele Norddeutsche, die sich wahrscheinlich wahnsinnig freuen. Ich habe vor allen Dingen immer gedacht, es gibt so andere, so Hannes Wader, den wir seit vielen Jahren kennen, dachte ich, der hat sicherlich auch schon mal sowas wie Gold oder Platin gekriegt. Aber irgendwie ist es nicht so. Da war ich sehr stolz und es gab eine sehr, sehr große Feiern. Das war wieder weg. Mit Alkohol, aber ohne Bumsen. Ja, das war bei uns ähnlich. Klaas und ich hatten auch eine sehr große Feier und haben dabei eine Weihnachts-CD aufgenommen. Wir machen eine ganz kurze Werbung und wir haben auch nicht gebumst dabei. Nur um
Bahai Chi Bum Bai Chi, es schlafen. Hallo, ich bin HP Baxter von Scooter. Weihnachten ist ein wunderbares Fest. Wir sitzen mit unseren Liebsten zusammen, beschenken uns und lauschen wunderbaren Melodien. Die schönsten Weihnachtsklassiker gibt es nun neu aufgelegt und digitally remastered. Weihnachten mit Joko und Klaas. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Joko und Klaas ist es gelungen, einen eigenen, unverwechselbaren Weihnachtssound zu etablieren. Der Dolby Digital Sound genügt höchsten Qualitätsansprüchen und sorgt für unbefleckten Empfang. Die Zeit der Besinnlichkeit ist für uns Gelegenheit, innezuhalten und Einkehr zu suchen in einer hektischen Zeit. Weihnachten mit Joko und Klaas ist der perfekte Ohrenschmaus für die Festtage. Machen auch Sie Ihren Liebsten eine Freude und schenken Sie ihnen Weihnachten mit Joko und Klaas. Jesus Christus würde diese CD kaufen. Weihnachten mit Joko und Klaas, jetzt im Handel. Wicked. Bahai Chi Bum Bai Chi Bum 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 Bum. Darf ich dir den teuren Paillettenvorhang gesagt haben? Du kannst dich gerne hier setzen, wenn du magst. Das haben wir natürlich, ne? Was ich zu dem Plattdeutsch-Album, was mit Gold ausgezeichnet wurde, was übrigens da Nied Obleckt heißt, ja. Was heißt das? Neu aufgelegt. Ah, Nied Obleckt. Gut, das ist ja schon so, dass du damit durch ganz Deutschland tourst, oder? Ja, es ist so, dass ich mit dem Rheinplattdeutschen nur auch so bis Münster quasi runtergespielt habe. Ah, okay. Aber ich habe in meinem normalen Hochprogramm, in dem ich immer so gerne übers Bumsen rede, auch plattdeutsche Songs dabei. Du redest also gerne übers Bumsen? Nein, ich wollte das nur so ein bisschen einfach lockerer. Aber das war nämlich meine Frage, weil eigentlich, wenn du in Stuttgart bist zum Beispiel, die können ja selber kein Hochdeutsch, ist es ja schon schwierig, den wahrscheinlich zu erklären. Ja, aber die mögen das. Wir wissen das so auch, wenn so ein Bayer irgendwie bayerisch spricht, das höre ich auch sehr, sehr gerne. Ist übrigens so ungefähr der einzige Dialekt, den ich wirklich gerne höre. Und wenn die so bayerisch singen oder bayerisch sprechen, dann mag ich das so gerne. Und ich hoffe, dass die das so gerne mögen, wie wenn ich dann Plattdeutsch rede. Sie verstehen nichts, aber sie akzeptieren es. Wir waren ja gerade wieder da in Regensburg und die flippen aus. Die mögen das. Waren die Bajuwaren auch die dich ausgezeichnet haben als die, was warst du, nicht Bierkönigin, sondern die Bierbotschafterin? Ja, das war deutschlandweit. Also deutschlandweit, die ganzen Bierbrauer Deutschlands haben gesagt, sie wird unsere Bierbotschafterin. Und da war ich zusammen mit Herrn Kauder Bierbotschafterin. Und was macht man da? Das ist so, wir haben sehr gefeiert, alle Biere probiert und zwischendurch hätte man dies oder das machen können, aber ich war leider die ganze Zeit auf Tour und konnte da nicht groß irgendwelche Bierveranstaltungen. Ein Jahr lang die Botschafterin des deutschen Bieres. Ja, und wen soll man da Besseres kriegen? Na, mir fällt da schon einer ein. Weißt du, was ich lustig finde? Was ich heute gelesen habe, ihr macht ja Silvester eine Sendung, ne? Und ich mache auch Silvester eine Sendung. Wir sind zur gleichen Zeit im Fernsehen. Was machen wir denn jetzt? Für eure Sendung Werbung oder für meine? Das ist ja genau wie jetzt. Wir sind auch zur gleichen Zeit im Fernsehen. Ja, ist das nicht lustig? Wir können uns ja mal gegenseitig zuwinken. Ich winke dann euch zum Brandenburger Platz und ihr winkt mir in den Schellfischposten. Du bist mit wem hast du als Gäste? Dann wissen wir schon mal, wer zu uns nicht kommt. Also, Gunter Gabriel. Wirklich? Ja. Du hast ja nicht weit. Mary Rose und Thomas Hermanns. Und die Fanta 4 sind da und Bossos ist da. Die und Fanta 4 verbringen wir diesen Silvester. Katzenjammer. Ja. Und Katzenjammer. Waren die letztes Jahr nicht bei uns? Kann sein. Er bereitet sich auf seinen nächsten Gag vor, störe ihn nicht. Entschuldigung. Aber das heißt, du bist dann da wirklich an deinem Schellfischposten am Silvesterabend? Das ist ja nicht eher traurig. Natürlich. Traurig? Bist du ja, also wir haben wenigstens 1 Million Menschen da vor uns stehen, wo man so das Gefühl hat, man feiert aber mit irgendwem. Die 1 Million Menschen, die erreichst du ja gar nicht. Die sehen dich zwar, weil du siehst die jetzt gar nicht im Sinne, dass du sie anfassen kannst und mit allen zuprosten. Ich kann ja all meinen Gästen noch persönlich zuprosten. Bei uns werden wir, glaube ich, am Ende nackt auf den Tisch tanzen. Ob man sehen will, ist die andere Sache. Aber ich nehme mal an, die Jüngeren werden eh eure Sendung einschalten und die, die richtig feiern. Das ist wahrscheinlich, du bist an ARD oder NDR? Nein, NDR natürlich. NDR. Ja, kann ja sein, dass die ARD sich das mal wagt. Nein. Da ist, glaube ich, Florian Silbereisen. Ja, wirklich? Der Flori? Ja. Ach, ich glaube, ist das nicht so? Der Flori könnte auch gut Botschafter des Du kennst doch schon euer Gegenprogramm dann, Silvester, oder nicht? Silvester ist ja scheißegal, was man da, also, oder? Weil das ist ja eh so ein bisschen Sauf-Fernsehen, was nebenbei läuft, ne? Also, ja, man fragt sich immer, wer guckt, oder?
Also ich weiß, dass Joko auf jeden Fall Silvester schon mal Astro TV geguckt hat. Ja. Vor ein paar Jahren. Weil da saß du wie irgendwann so eine total Verzweifelte, die gesagt hat, ruf doch endlich mal einer an. Ja. Die hatten wirklich, die saß, das war ganz traurig. Ich war mit Freunden in Österreich im Skiurlaub und wir haben Astro TV nebenbei laufen lassen. Dann war die wirklich so, ich hab doch auch keinen Bock jetzt hier zu sitzen. Ja, das war so total, das war schockierend. Was habt ihr denn da gemacht, dass ihr das geguckt habt? Wir haben gegessen. Ach so, ja. beim Essen. Ja, das ist, wir hatten alle kein Handyempfang, da muss man den Fernseher anmachen. Man ist doch so crank mittlerweile, dass wenn es ruhig ist, hält man es nicht mehr aus. Ja, dann ist irgendwas. Das stimmt. Ich sage an dieser Stelle erstmal einen großen Applaus. Und zu Klaas. Meine Damen und Herren, hier sind Sie noch mal aus Münster. Vielleicht bringen Sie mir jetzt auch mal ein Bier mit. Hier sind Idol Klaas. Klaas aus Münster, Punkrock. So, ja, es gab ein bisschen, war ein kleines Durcheinander beim Wenn ich Sie wäre, ne? Aber das Gute ist, ne, dadurch, wir haben zwar von ganz oben da ein bisschen Ärger gekriegt, aber das führte ja dazu, dass wir weiterspielen konnten und es interessiert natürlich brennend, wer hat denn jetzt eigentlich gewonnen? Ja? Wer ist aktueller Wenn ich Sie wäre Weltmeister und wahrscheinlich auch letzter in diesem Jahr, ne? Also, wer hat's gemacht? Hier ist die Antwort, hier ist der zweite Teil. Wie viel Cola ist eigentlich noch dabei? Wenn ich dir das sage, dann ist hier 0, nichts weg. Nee, 0, hängt ein bisschen davon ab, wie gut du bist, würde ich sagen. Ich habe 100 Euro dabei. Ah, das ist so 100 Euro, spricht auf jeden Fall für einen unterhaltsamen Nachmittag. Kennst du diese Hütchenspieler in Berlin? Ja, habe ich schon mal gesehen. Hast du schon gesehen? Die sind ja überall. Ich würde sagen, wenn ich Sie wäre, Heuer Umlauf, würde ich mich, das hier ist ein guter Ort dafür, hier gleich auf den Boden setzen, auf den Teppich, du hast drei so Schachteln und dann kannst du Hütchenspieler machen. Und aber deine Kohle, ne? Naja. Ja, ja. Kannst du das? Nein, natürlich kann ich das nicht. Gut, let's go. Das ist eine Kugel mit der Spitze. Es gibt noch den unwahrscheinlichen Fall, ne, dass du hier mit doppelt so viel Kohle nach Hause gehst. Verpiss dich. Wie du da nach Hause fährst. Verpiss dich, du zynisches Arschloch. Wer will denn mal hier? Wer will denn mal? Wer hat denn hier? Ja, müssen Sie, das ist einfach so ein Hütchenspieler hier. Hallo, guten Tag. Ich spreche kaum Deutsch. Also, du musst erstmal die 20 Euro setzen, ne? So, im Gewinnfall ist das deins. Wenn ich gewinne, ist meins, ne? Ja. Gut. Warte, wo ist sie? Da. Da, ne? Et voilà. Schön die Kohle abgezockt. Und los geht das verwirrende Spiel. Gratulation, ne? Hast du noch? Ja, und los geht's. Ne? Oh. Ja, mach mal auf. Yeah! Ja! Läuft nicht so gut, ne? Das ist der letzte jetzt. Das ist mein ganzes Geld. Ich kann gleich wieder zur Bank gehen. Ne? Vielen Dank. Ja gut, das ist Witz beendet. Ne? Gut, hab kein Geld mehr. Aber ich muss mal eben weg. So, da bin ich wieder. Was hast du gemacht? Ich war kurz beim Friseur. Beim Barbier und ich habe deinen Schal verloren. Aber ich habe einen neuen besorgt. Ich hoffe, der gefällt dir. Okay, können wir weitermachen? Ja, super. Ja. Das ist tatsächlich ganz schön. Ja. Wir sind jetzt mittlerweile angekommen in Neukölln. Ne? Hier am Hermannplatz. Schön. Und Berlin ist ja nicht nur die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Nein. Sondern vor allen Dingen auch die Hauptstadt der
Hundekacke. Hundekacke. Genau, überall ist Hundekacke, ne? Wenn ich Sie wäre, Häufer Umlauf, würde ich wie das Trüffelschwein der Hundescheiße in jeden einzelnen vorhandenen Haufen hineintreten. Ich hab die Schuhe nagelneu. Ja, das ist ja ungünstig, nicht? Wie lange muss ich da reintreten? Solange die Musik läuft. Welche Musik? Ach so, diese Musik. Anlecken? Anlecken, Mann, reintreten, du Idiot. Wie doof. Ah, ja. Hörst du auf, jetzt das sauber zu machen? Du gehst doch eh gleich da wieder rein. Du isst ja auch nicht einen ganzen Teller Mittagessen und putzt dir zwischen jeder Gabel die Zähne. Weil du deines Amtes. Die Musik läuft noch, ne? Die Musik läuft. Boah, das klebt. Guck mal da. Oh. Oh. Das war. Ach, nein, ich will nicht mehr. Boah, ist der weich. Das ist aber wirklich. Boah. So, jetzt den. Und jetzt den da. Jetzt den da. Oh. Die Musik hat aufgehört. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist Berlin, Berlin, die ewig junge Stadt. Das Kaufhaus des Westens, ne? Eine Berliner Sehenswürdigkeit, ne? Ich würde sagen, Sie, Herr Winterscheid, gehen jetzt da vorne zur Ampel, kümmern sich um die Menschen ein bisschen in der Form, als dass Sie ruckzuck spielen. Kennst du noch? Ne? Hier. Und dann Begriff erklären. Das heißt, wenn ich Sie wäre, würde ich mich da vorne in die Menschenmengen dazu begeben und einfach mit den Herrschaften ruckzuck spielen. Welchen Begriff willst du aussuchen? Gut. Das heißt, für euch gibt es gleich den anderen. Für dich 60 Sekunden Zeit. Ruckzuck. Ganz groß, dicke Beine, lange Ohren, Rüssel. Dick, schwer, grau. Wie die guckt. Und grau, hier mit dem Rüssel. Einmal Elefant sagen, ne? Hast du das gesehen, wie die sich erschrocken hat? Dicke Beine, Ohren, langer Rüssel, grau. Elefant? Richtig! Gut! Also, die beiden habe ich zur Auswahl. Welchen willst du jetzt? Okay, für euch gibt es gleich den anderen. Für dich heißt es ruckzuck. Entschuldigung. Bienen, ne? Was machen die? Wer? Bienen. Was machen die? Was man hat dann danach? Weißt du das nicht, oder? Sag mal schnell. Honig. Richtig, dankeschön. Okay, für dich heißt es den Begriff, für euch ganz gleich den anderen. Wenn man ganz gerne so Bonbons isst und Schokolade, was isst man dann? So ein kleines, so nicht so viel Fraß, so anders, so ein bisschen, man. Oh, jetzt denkt sie wieder, ich finde sie dick. So, folgendes. Wenn man jetzt jemand ist, der zu Hause den ganzen Tag auf dem Sofa sitzt und sich die ganze Zeit Schokolade reinhaut und Bonbons und all sowas und immer wieder, und dann isst man so ein kleines. So ein Schleckermäulchen. Ein kleines Schleckermäulchen. Das glaube ich nicht. Sehr gut. Sehr gut, ja. Ist für dich jetzt schade, es ist nicht die Sendung, wo man Geld gewinnt. Das ist die Sendung, wo man verarscht wird. Genau. Na, Joko, was du auf mich für einen Eindruck machst. Was denn? So, als wärst du richtig ausgedörrt. Ja, wir haben ganz Tag nichts getrunken. Ja, wir haben ganz Tag nichts getrunken, das ist auch nicht gesund, ne? Gehen wir mal was Warmes trinken. Nee, nicht was Warmes, was Erfrischendes. Aus der Berliner Natur kann man sich auch mal erfrischen lassen. Und wir stehen ja hier jetzt an der Spree. Und die Spree ist ja ein Fluss. Zum einen, aber ja auch ein Wahrzeichen Berlins. Das heißt, die Zunge müsstest du eh dran machen.
Und dann kann man ja sagen... Nee. Wenn ich Sie wäre, Herr Häufer Umlauf, würde ich mal einen kräftigen Schluck aus der Spree trinken. Guck mal. Oh. Ich trinke doch jetzt... Das ist offiziell einer der dreckigsten und verschmutzesten Flüsse Europas. Und ja, sieht das hier nach einem dreckigen und verschmutzten Fluss aus? Ich glaube nicht. Kaltes, klares Wasser, mein Freund. Hier, Stößchen. Komm, ein das Schluck. Das wird nicht passieren. Ich werde jetzt keinen Schluck aus der Spree ein trinken. Ein Schluck, Mann. Jetzt mach doch mal. Nein. Du sollst doch sonst alles, was man dir hinstellt. Das ist was anderes. Aber ich werde es nicht trinken. Das wird nicht passieren. Sorry. Ich werde es nicht trinken. Sorry. Wir schließen dieses Wenn ich Sie wäre mit einem kurzen Quiz. Ja? Die Frage lautet, wer hat, wenn ich Sie wäre, Berlin gewonnen? Die Auflösung gibt's nach einem kurzen Bildeffekt. Richtig, Klaas Häufer Umlauf, das bin ich. Tschüss. Die Bäckerfaust. Wie so ein Tennisspieler, ne? Die Bäckerfaust. Ja. Wie so ein Tennisspieler immer freuen, ne? Tennisspieler machen das nur, weil die halt alleine sind, ne? Deswegen machen die immer so. Ja, du bist auch alleine. Freuen die sich immer so, weil die alleine sind, ne? Weil die niemanden haben, mit dem sie sich freuen können. Aber ich bin Weltmeister. Herzlichen Dank. Ja. Ja, du kannst ja jetzt auch noch mal rausgehen und mal einen Schluck Spreewasser trinken von mir aus, ne? Danke. Ja? Willst du nicht? Nee, das ist nicht. Na gut. Alles klar, dann freuen wir uns jetzt auf unseren nächsten Gast. Meine Damen und Herren, er ist mittlerweile, er ist ein sehr großer Star in Österreich, hat jetzt aber auch den Sprung über den großen Teich geschafft und ist auch hierzulande bekannt, meine Damen und Herren. Hier ist er, hier ist einer unserer Lieblingsgäste, hier ist Sido. Herzlich willkommen. Tagchen. Sido, wir wissen schon ganz viel von dir. Ich glaube, war das so, dass dein erster Fernsehauftritt war damals bei Viva bei mir in der Sendung? Kann das sein? Nein. Nein, wo war das? Mein erster war im hier. Nee, da war MTV noch nicht hier im Haus. Das war bei MTV, als sie noch in der... Okay, ja, gut, das ist ja schon ganz lange her. Genau, aber wir haben uns auf jeden Fall schon oft getroffen, auch zum Thema Interview. Und deswegen haben wir jetzt hier mal so Interviewstapel. Du darfst selber aussuchen, was für eine Kategorie Fragen ich dir stelle. Oh. Wir haben Gaga-Fragen, Standard-Promo-Fragen, Wissensfragen und Lanz-Fragen. Also die Standard-Promo-Fragen können fein schon mal raus komplett. Ja, okay, die nehmen wir nicht. Sehr gut. Wissensfragen auch nicht. Oh, dann nehme ich eine Gaga-Frage. Eine Gaga-Frage. Fangen wir an. Sido, woher kommt dieser wiederkehrende Traum, dass du dich gerne mal selber aufessen möchtest? Dieses Gefühl, irgendwo so reinzubeißen, was lebt, ja. Ja, dann knackt es einmal kurz und dann höre ich aber schon auf, weiterzubeißen nach diesem Knacken. Ja. Man muss dieses Knacken überwinden, dann kommt Blut erst. So, was haben wir jetzt? Gaga und Lanz-Frage. Eine Lanz-Frage mal? Ja, bitte. Ja, ein bisschen, dass wir dich auch ein bisschen persönlicher kennenlernen. Du hast ja dem Dominik Heinzel den Scheitel neu gezogen, ja? Eine Delle in den Denkapparat gehauen, ihm die Fresse poliert. Ich will das mal verstehen. Ja? War das eine besondere, noch nicht so gesellschaftlich anerkannte Form der Kritikäußerung, um nachhaltig zu sagen, ich finde dich blöd? Also nicht eine noch nicht so bekannte Äußerungsform, die kennt man schon seit dem Mittelalter. Oder noch länger. Weißt du, früher... Es gab sogar eine Zeit, da hat man Frauen auf den Kopf geschlagen und an den Haaren hinterhergezogen. Das hieß dann, ich liebe dich. Ja, aber finden Sie das auch selber gut? Also das Neandertaler-Ding nicht. Und überhaupt, auch wenn jemand sich wie ein Neandertaler benimmt, dann finde ich das nicht so gut. Ja. Du schaust gerade da auf deine Platte. Wollen Sie mir mal zeigen, bevor du das gar nicht mehr unterkriegst? Dann haben wir es hinter uns und dann kommt noch eine Lanz-Frage, bitte. Genau, das machen wir. Also hier, das hier, ne, ist tatsächlich dein neues Album. Beste heißt das Ganze, das heißt, da sind 35 Tracks drauf. Ja, ist ein Greatest Hits, also ein Best-of-Album. Ja? Nicht ein neues Album, sondern... Aber 5 neue Tracks sind drauf, glaube ich. Ne? Genau. Also ein bisschen was Neues kriegt man schon, zum Beispiel Bilder im Kopf, die aktuelle neue Single. Und da gibt es auch ein Video und das können wir uns mal ein bisschen anschauen.
Wir haben rumgehangen und Mucke gemacht. Das Mikrofon im Kleiderschrank, wir haben gewusst, dass es klappt. Und jetzt ist es konserviert und archiviert, ich hab's gespeichert. Paraffiert und nummeriert, damit ich's leicht hab. Wenn die Erinnerung auch langsam verschwindet, weiß ich immerhin genau, wo man sie findet. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. Bilder im Kopf. Und das Best-of-Album Beste von Sido. So, dann kommt jetzt direkt noch mal eine Lanzfrage. Bitte, ja. Ja. Die Geldfrage. Ja? Was mich mal wirklich interessieren würde, was denkt ein Sido eigentlich, wenn er sich einen Kontoauszug anschaut? Ich gucke keine Kontoauszüge. Nein? Hast du nicht zugeschickt oder so? Nö. Nein? Also das geht direkt zur Buchhaltung. Meine Mutter macht mir eine Buchhaltung. Tatsächlich? Ja. Ist das eine gute oder eine schlechte? Also ist das dann so... Würde die meine Buchhaltung auch machen? Ja. In meinem Sinne. ist das eine gute Sache? Also wahrscheinlich das Beste, wenn man sagt Familie, also dann... Vertrauen versus Kompetenz? Das ist das Beste. Auch bei mir im Laden, den Tattoo-Laden führt auch meine Schwester und so weiter. Also das ist für mich die beste Vertrauensbasis. Ah, dann könntest du ja quasi, wenn man das mal sagen würde, ne, könntest du ja eigentlich auch Menowin deine Buchhaltung machen lassen. Ne? Ja. Würde auch gehen. Ne? Da kann man auch. Also es kommt auch mal drauf an, wer kann was am besten. Ich lasse Menowin dann lieber Musiksachen machen. Ja. So, weiter geht's mit der nächsten Lanzfrage oder Gaga-Frage. Kannst du dir auch sagen? Dann mach mal eine Gaga-Frage. Lanz ja. Nervt mich übelst. Ja, okay. Sido, was ist dein Beauty-Geheimnis? Benutzt du eine spezielle Salbe, damit deine Augen so glasig wirken? Ja. Komm, eine Lanzfrage noch. Sidolin. Sidolin. Komm, eine Lanzfrage noch. Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie Ihre Mutter Sie aus dem behüteten Ostdeutschland rausgerissen hat, um Ihnen im Goldenen Westen Snickers-Riegel und Coca-Cola zu geben? Das war für mich der Himmel auf Erden. In den Westen kommen und diese ganzen Konsumsachen essen und so, das war für mich einfach das Krasseste, was mir passieren konnte. Ist das tatsächlich so ein bisschen, wenn man sich jetzt überlegt, dass man, wenn man etwas auf einmal dann hat, dass man es dann auch unbedingt nicht mehr hergeben will? Du hast in einem Interview jetzt vor kurzem gesagt, eigentlich, dass dir das so richtig lebenswert vorkam. Ist das eigentlich ein Hipsterbart? Das ist kein Hipsterbart, nee. Doch. Sagt der Mann, der mit dem Vollbart hier sitzt, ne? Ja, ich meine, ich habe Vollbart. Ja. Männerbart. Nein, schon lange nicht mehr. Warst du einmal in Berlin Mitte? Wie? Ja, also das ist schon, das war, also das ist... Schade, dass wir kein Bild davon haben, wie Klaas heute zur Arbeit kam. Was denn? Wieso denn? Was du heute anhattest. Ihr könnt alle mal online nochmal den Teaser zur Sendung gucken, ne? Ja, ist wirklich... Ja, ich komme halt in meinen Privatklamotten und dann ziehe ich mir hier dann unten im Keller so C&A Young Fashion an, damit ich cool rüberkomme. Ich hatte heute so Stiefel an, weil es geschneit hat. Ich frage mal jetzt nochmal deine Frage hier. Oder wollen wir noch eine Gaga-Frage machen? Ja, lass noch eine Gaga-Frage machen. Ich habe die auch schon wieder vergessen. Welche Brotsorte magst du am liebsten? Na? Weiß. Weißbrot. Weißbrot. Wie weit kannst du zählen? Ich weiß nicht. Ich habe schon mal bis 100 gezählt. Wenn es gestern 0 Grad waren, heute doppelt so kalt ist wie gestern. Wie viel Grad haben wir dann heute? Warte ganz kurz. Gestern war wie viel Grad? 0. Gestern war 0. Heute ist doppelt so kalt. Heute ist doppelt so kalt wie gestern. Wie viel Grad haben wir dann heute? Wie? Doppelt so kalt? Ja. Aber das 0 plus 0. 0 plus was? 0 plus? Nee, plus gar nicht. Mal, wenn überhaupt. Wieso mal? Das ist halt doppelt so. Doppelt so kalt, also ja. Mal plus 2 also. Genau. Ja? Ja, 0 mal 2. Ja, das ist dann 2 Grad. Kalt, auf jeden Fall kalt. Wir freuen uns sehr, dass du heute zu uns gekommen bist. Dieses Album hier, das lege ich euch wahnsinnig ans Herz. Ja? Sido, Beste, so heißt es, 5 neue Tracks und 30 uralte Dinger, die man schon 1000 Mal gehört hat. Ne? Nein, das sind tatsächlich die besten Songs. Wenn jemand alle Alben hat, würde ich nicht sagen, kauf dir dieses Album, weil du hast alle Songs schon. Ja, genau. Außer die neuen. Ja. Aber die neuen gibt es auch im Internet einfach so. Ja. Wenn du aber...
Wenn du allerdings nicht alle Songs hast und eine gute Auswahl möchtest, empfehle ich dir das Ding auf jeden Fall. Das ist auch meine Auswahl. Das sind die Lieder, die ich am besten finde. Ja, ja? Okay. Dann gibt es noch diese Vinyl, die perfekt in den Vinylschrank hineinpasst, weil die so genauso groß ist wie eine Vinyl ist, sind aber zwei CDs drin. Ja. Ja, aber eben lauter Fotos und die Fotos aus meiner Karriere, die mich so begleitet haben, also die Fotos aus der Karriere, aus Fotos von Fans. So, genug Werbung, jetzt kriege ich gleich Schulterklopfer von Universal. Genau. Happy Nikolaus. Ja, sehr schön. Ich freue mich und ich sage, setzt an direkt zum nächsten großen Applaus, denn wir haben uns sehr gefreut über unseren heutigen Gast. Das war Sido. Herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Sehr gut. So, und jetzt, meine Damen und Herren, sehen wir nochmal und hören wir nochmal Idol Class. So, ja, ich schalte mal rüber in den Westflügel des Studios. Joko, kannst du mich hören? Liebe Kinder, gebt fein Acht, ich habe euch etwas mitgebracht. Am heutigen Nikolaustag eine ganz besondere Performance hier bei Neo Paradise. Wir wollten es am Tag, wo es das erste Mal geschneit hat, etwas besinnlicher haben und haben uns eine Band eingeladen, die auch gerade auf Tour ist, die noch bis Ende des Jahres geht, die ist fast ausverkauft. Also solltet ihr noch Tickets haben wollen, sputet euch. Das ist ihr aktuelles Album, Sich fügen heißt lügen, und sie spielen für uns ihren Song Rebellen. Hier sind Slime. Doch die Diskette zu zerreißen.
So, meine Damen und Herren, wir haben in der nächsten Woche, das kann man wirklich sagen, eine sehr besondere Sendung. Absolut. Eine Überraschung für eine Person. Und wir haben wunderbare Gäste. Nächste Woche kommt erstmal MC René und Ranga Yogeshwar. Und es wird wirklich was passieren. Auf auf der Bühne. Wir haben noch eine Band da. The Other werden noch spielen. Ah, ja. Und ich glaube, ja, wir sollten jetzt nicht allzu viel verraten, weil sonst wird irgendjemand hier vielleicht sehr, sehr aufmerksam und entdeckt die Überraschung, bevor dann wirklich Bescherung ist. Naja, gut, ne? Dieses Publikum kann man sich halt auch nicht aussuchen. Tschüss, bis nächste Woche. Hallo, lieber Klaas. Na, Violetta, alles klar? Okay, gut. Wir haben letzte Woche hier einen kleinen Eklat gehabt, ne? Naja, Eklat ist jetzt vielleicht ein bisschen... Naja, es war schon hart an der Grenze. Wir haben letzte Woche, wenn ich Sie wäre, gespielt in der Berlin-Edition. Und da kam es zu einer kleinen Auseinandersetzung zwischen Herrn Winterscheid und mir. Ich fasse das Ganze jetzt nochmal in einem kleinen Film zusammen und wir haben eine Lösung gefunden. Es ist wieder die Ordnung hergestellt, aber seht selbst. Ich finde, jetzt wäre es auch mal an der Zeit, dass du hier ein politisches Statement setzt. Wenn ich Sie wäre, würde ich mich jetzt vors Rote Rathaus stellen und mich selbst einpinkeln. Ich stelle mich doch nicht vors Rathaus und piss mir in die Hose, weil du das willst. Also, nee, nichts gewonnen. Du hast nicht gewonnen. Das ist eine Aufgabe, die ist außerhalb des Universums von Wenn ich Sie wäre. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache das nur einfach nicht. Ich werde jetzt dieses Schild niederlegen. Er wird das Schild niederlegen. Er will das Schild. Kann er überhaupt das Schild niederlegen? Oh Gott, er will das Schild. Gott, er wird das Schild niederlegen. Wenn dieses Schild den Boden berührt hat, ist das Spiel für alle Zeiten nicht mehr existent. Überleg dir, ob du die Aufgabe zurückziehst. Hallo, Yoko. Wer sind Sie? Ich bin der Architekt. Ich habe, wenn ich Sie wäre, erschaffen. Ich habe auf dich gewartet. Warum bin ich hier? Was ihr im Moment spielt, ist die 6. Version von Wenn ich Sie wäre. Das heißt, die Version von Wenn ich Sie wäre Berlin wurde schon 5-mal vorher gespielt, oder? Aber ich war leider die ganze Zeit auf Tour und konnte da nicht groß irgendwelche Bierveranstaltungen. Ein Jahr lang die Botschafterin des deutschen Bieres. Ja, und wen soll man da Besseres kriegen? Na, mir fällt da schon einer ein. Weißt du, was ich lustig finde? Was ich heute gelesen habe, ihr macht ja Silvester eine Sendung, ne? Und ich mache auch Silvester eine Sendung. Wir sind zur gleichen Zeit im Fernsehen. Was machen wir denn jetzt? Für das eure Sendung Werbung oder für meine? Das ist ja genau wie jetzt. Wir sind auch zur gleichen Zeit im Fernsehen. Ja, ist das nicht lustig? Wir können uns ja mal gegenseitig zuwinken. Ich winke dann euch zum Brandenburger Platz und ihr winkt mir in den Schellfischpfosten. Du bist mit wem hast du als Gäste? Dann wissen wir schon mal, wer zu uns nicht kommt. Also, Gunter Gabriel. Wirklich? Ja, ja nicht weit. Mary Rose und Thomas Hermanns. Und die Fanta 4 sind da und Bossos ist da. Die und Fanta 4 verbringen wir diesen Semester. Katzenjammer waren die letztes Jahr nicht bei uns? Kann sein. Er bereitet sich auf seinen nächsten Gag vor, stör ihn nicht. Entschuldigung. Aber das heißt, du bist dann da wirklich an deinem Schellfischposten am Silvesterabend? Das ist ja nicht eher traurig. Natürlich.
traurig? Bist du ja, also hier haben wenigstens eine Million Menschen da vor uns stehen, wo man so das Gefühl hat, man feiert mit irgendwem. Die eine Million Menschen, die erreichst du ja gar nicht. Die sehen dich zwar, weil du siehst die jetzt gar nicht im Sinne, dass du sie anfassen kannst und mit allen zuprosten. Ich kann ja all meinen Gästen noch persönlich zuprosten. Bei uns werden wir, glaube ich, am Ende nackt auf den Tisch tanzen. Ob man sehen will, ist die andere Sache. Aber ich nehme mal an, die Jüngeren werden eh eure Sendung einschalten und die, die richtig feiern. Das ist wahrscheinlich, du bist an ARD oder NDR? Nein, NDR natürlich. NDR. Ja, kann ja sein, dass die ARD sich das mal wagt. Nein. Nein. Da ist, glaube ich, Florian Silbereisen. Ja, ist wirklich? Der Flori? Ja. Ach, ich glaube, ist das nicht so? Du, der Flori könnte auch gut Botschafter des. Du kennst doch schon euer Gegenprogramm dann, Silvester, oder nicht? Silvester ist ja scheißegal, was man da, also, oder? Weil das ist ja eh so ein bisschen Sauf-Fernsehen, was nebenbei läuft, ne? Also, ja, man fragt sich immer, wer guckt, oder? Also das, also ich weiß, dass Joko auf jeden Fall Silvester schon mal Astro-TV geguckt hat. Ja. Vor ein paar Jahren. Weil da saß du wie irgendwann so eine total Verzweifelte, die gesagt hat, ruf doch endlich mal einer an. Ja. Die hatten wirklich, die saß, das war ganz traurig. Ich war mit Freunden in Österreich im Skiurlaub und wir haben Astro-TV nebenbei laufen lassen. Dann war die wirklich so, ich hab doch auch keinen Bock jetzt hier zu sitzen. Ja, das war so total, das war schockierend. Habt ihr denn da gemacht, dass ihr das geguckt habt? Wir haben gegessen. Ach so, ja. beim Essen. Ja, wir hatten alle kein Handyempfang und dann muss man den Fernseher anmachen. Man ist doch so crank mittlerweile, dass wenn es ruhig ist, hält dann man hält nicht man's, aus. Dann hält ne? man es nicht mehr aus. Ja, dann ist irgendwas. Das stimmt. Ich sage an dieser Stelle erstmal einen großen Applaus. Das ist doch wieder ganz toll. Und zu Klaas. Oh. Meine Damen und Herren, hier sind Sie nochmal aus Münster. Vielleicht bringen Sie mir jetzt auch mal ein Bier mit. Hier sind also Klaas. Ampel kümmern sich um die Menschen ein bisschen in der Form, als dass sie ruckzuck spielen. Kennst du noch? Ne? Hier. Und dann Begriff erklären. Das heißt, wenn ich sie wäre, würde ich mich da vorne in die Menschenmengen dazu begeben und einfach mit den Herrschaften ruckzuck spielen. Welchen Begriff willst du aussuchen? Gut. Das heißt, für euch gibt es gleich den anderen. Für dich 60 Sekunden Zeit. Ruckzuck. Ganz groß, dicke Beine, lange Ohren, Rüssel. Dick, schwer, grau. Wie die guckt. Und grau, hier mit dem Rüssel. Einmal Elefant sagen, ne? Hast du das gesehen, wie die sich erschrocken hat? Dicke Beine, Ohren, langer Rüssel, grau. Elefant? Richtig! Gut! Also, die beiden habe ich zur Auswahl. Welchen willst du jetzt? Okay, für euch gibt es gleich den anderen. Für dich heißt es Ruckzuck. Entschuldigung. Bienen, ne? Was machen die? Wer? Bienen. Was machen die? Was man hat dann danach? Weißt du das nicht, oder? Sag mal schnell. Honig. Richtig, dankeschön. Okay, für dich heißt es den Begriff, für euch ganz gleich den anderen. Wenn man ganz gerne so Bonbons isst und Schokolade, was isst man dann? So ein kleines, so nicht so viel Fraß, so anders, so ein bisschen, man... Oh, jetzt denkt sie wieder, ich finde sie dick. So, folgendes. Wenn man jetzt jemand ist, der zu Hause den ganzen Tag auf dem Sofa sitzt und sich die ganze Zeit Schokolade reinhaut und Bonbons und all sowas und immer wieder, dann ist man so ein kleines... So ein Schleckermäulchen. Ein kleines Schleckermäulchen. Das glaube ich nicht. Sehr gut. Sehr gut, ja. Ist für dich jetzt schade, es ist nicht die Sendung, wo man Geld gewinnt. Das ist die Sendung, wo man verarscht wird. Genau. Na Joko, was du auf mich für einen Eindruck machst? Was denn? So, als wärst du richtig ausgedörrt. Ja, wir haben ganz lange nichts getrunken. Ja, ganz lange nichts getrunken, das ist auch nicht gesund, ne? Gehen wir was Warmes trinken. Nee, nicht was Warmes, was Erfrischendes. Aus der Berliner Natur kann man sich auch mal erfrischen lassen. Und wir stehen ja hier jetzt an der Spree. Und die Spree ist ja... ein Fluss. Zum einen, aber ja auch ein Wahrzeichen Berlins, das heißt, die Zunge müsstest du eh dran machen. Und dann kann man ja sagen... Nee. Wenn ich sie wäre, Herr Häufer Umlauf... würde ich mal einen kräftigen Schluck aus der Spree trinken. Guck mal. Oh. Ja, ich trinke doch jetzt, das ist... Oh.
Herzlich willkommen. Tagchen. Sido, wir wissen schon ganz viel von dir. Ich glaube, war das so, dass dein erster Fernsehauftritt war damals bei Viva bei mir in der Sendung? Kann das sein? Nein. Nein, wo war das? Mein erster war im hier. Nee, da war MTV noch nicht hier im Haus. Das war bei MTV, als sie noch in der... Ja gut, das ist ja schon ganz lange her. Genau, aber wir haben uns auf jeden Fall schon oft getroffen, auch zum Thema Interview. Und deswegen haben wir jetzt hier mal so Interviewstapel. Du darfst selber aussuchen, was für eine Kategorie Fragen ich dir stelle. Oh. Wir haben Gaga-Fragen, Standard-Promo-Fragen, Wissensfragen und Lanz-Fragen. Also die Standard-Promo-Fragen können fallen schon mal raus. Ja, okay, die nehmen wir nicht. Sehr gut. Wissensfragen auch nicht. Oh, dann nehme ich eine Gaga-Frage. Eine Gaga-Frage. Fangen wir an. Sido, woher kommt dieser wiederkehrende Traum, dass du dich gerne mal selber aufessen möchtest? Dieses Gefühl, irgendwo so reinzubeißen, was lebt. Ja. Dann knackt es einmal kurz und dann höre ich aber schon auf, weiterzubeißen nach diesem Knacken. Ja. Man muss dieses Knacken überwinden, dann kommt Blut erst. So, was haben wir jetzt? Gaga und Lanz-Frage. Eine Lanz-Frage mal? Ja, bitte. Ja, ein bisschen, dass wir dich auch ein bisschen persönlicher kennenlernen. Du hast ja dem Dominik Heinzel den Scheitel neu gezogen. Ja? Eine Delle in den Denkapparat gehauen, ihm die Fresse poliert. Ich will das mal verstehen. Ja? War das eine besondere, noch nicht so gesellschaftlich anerkannte Form der Kritikäußerung, um nachhaltig zu sagen, ich finde dich blöd? Also nicht eine noch nicht so bekannte Äußerungsform, die kennt man schon seit dem Mittelalter. Oder noch länger. Weißt du, früher... Es gab sogar eine Zeit, da hat man Frauen auf den Kopf geschlagen und an den Haaren hinterhergezogen. Das hieß dann, ich liebe dich. Ja, aber finden Sie das auch selber gut? Also das Neandertaler-Ding nicht. Und überhaupt, auch wenn jemand sich wie ein Neandertaler benimmt, dann finde ich das nicht so gut. Ja. Du schaust gerade da auf deine Platte. Wollen Sie mir mal zeigen, bevor du das gar nicht mehr unterkriegst? Dann haben wir es hinter uns und dann kommt noch eine Lanz-Frage, bitte. Genau, das machen wir. Also hier, das hier ist tatsächlich dein neues Album. Beste heißt das Ganze. Das heißt, da sind 35 Tracks drauf. Ja, ist ein Greatest Hits, also ein Best-of-Album. Ja? Nicht ein neues Album, sondern... Aber 5 neue Tracks sind drauf, glaube ich. Ne? Genau. Also ein bisschen was Neues kriegt man schon. Zum Beispiel Bilder im Kopf, die aktuelle neue Single. Und da gibt es auch ein Video und das können wir uns mal ein bisschen anschauen. Wir haben rumgehangen und Mucke gemacht, das Mikrofon im Kleiderschrank, wir haben gewusst, dass es klappt. Und jetzt ist es konserviert und archiviert, ich hab's gespeichert, paraffiert und nummeriert, damit ich's leicht hab. Wenn die Erinnerung auch langsam verschwindet, weiß ich immerhin genau, wo man sie findet. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf, ich weiß noch. Spielen für uns ihren Song Rebellen, hier sind Slime. Rebellen, Rebellen, Rebellen.
nicht fürs Kohl, die erste Arbeit ist geschafft. Der Kamerade nicht erschlafft von unserem Werk, die Millionen. Also nicht, eine noch nicht so bekannte Äußerungsform, die kennt man schon seit dem Mittelalter. Oder noch länger. Weißt du, früher, es gab sogar eine Zeit, da hat man Frauen auf den Kopf geschlagen und an den Haaren hinterhergezogen. Das hieß dann, ich liebe dich. Ja, aber finden Sie das auch selber gut? Also das Neandertaler-Ding nicht. Und überhaupt, auch wenn jemand sich wie ein Neandertaler benimmt, dann finde ich das nicht so gut. Ja. Du schaust gerade da auf deine Platte. Wollen Sie mich mal zeigen, bevor du das gar nicht mehr unterkriegst? Dann haben wir es hinter uns und dann kommt noch eine Landsfrage, bitte. Genau, das machen wir. Also hier, das hier ist tatsächlich dein neues Album. Beste heißt das Ganze. Das heißt, da sind 35 Tracks drauf. Ja, ist ein Greatest Hits, also ein Best-of-Album. Ja? Nicht ein neues Album, sondern... Aber 5 neue Tracks sind drauf, glaube ich. Ne? Genau. Also ein bisschen was Neues kriegt man schon. Zum Beispiel Bilder im Kopf, die aktuelle neue Single. Und da gibt es auch ein Video und das können wir uns mal ein bisschen anschauen. Wir haben rumgehangen und Mucke gemacht, das Mikrofon im Kleiderschrank, wir haben gewusst, dass es klappt. Und jetzt ist es konserviert und archiviert, ich hab's gespeichert, paraffiert und nummeriert, damit ich's leicht hab. Wenn die Erinnerung auch langsam verschwindet, weiß ich immerhin genau, wo man sie findet. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block, ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Loch. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf, Kopf, Kopf. Bilder im Kopf. Und das Best-of-Album Beste von Sido. So, dann kommt jetzt direkt noch mal eine Lanz-Frage. Bitte, ja. Ja. Die Geldfrage. Ja? Was mich mal wirklich interessieren würde, was denkt ein Sido eigentlich, wenn er sich einen Kontoauszug anschaut? Ich gucke keine Kontoauszüge. Nein? Kriegst du nicht zugeschickt oder so? Nö. Nein? Also das geht direkt zur Buchhaltung. Meine Mutter macht mir eine Buchhaltung. Tatsächlich? Ja, ist das eine gute oder eine schlechte? Also ist das dann so... Würde die meine Buchhaltung auch machen? Ja. In meinem Sinne. ist das eine gute Sache? Also wahrscheinlich das Beste, wenn man sagt Familie, also dann Vertrauen versus Kompetenz? Das ist das Beste. Auch bei mir im Laden, den Tattoo-Laden führt auch meine Schwester und so weiter. Also, das ist für mich die beste Vertrauensbasis. Ah, dann könntest du ja quasi, wenn man das mal sagen würde, ne, könntest du ja eigentlich auch Menowin deine Buchhaltung machen lassen. Ne? Ja. Würde auch gehen, ne? Da kann man auch. Also es kommt auch mal drauf an, wer kann was am besten. Ich lasse Menowin dann lieber Musiksachen machen. Ja. So, weiter geht's mit der nächsten Lanz-Frage oder Gaga-Frage. Kannst du dir aussuchen? Mach mal eine Gaga-Frage, Lanz nervt mich übelst. Ja, okay. Sido, was ist dein Beauty-Geheimnis? Benutzt du eine spezielle Salbe, damit deine Augen so glasig wirken? Sie trocknen ihre Larvenschnecke und unser Blut und Schweiß. Sie traten uns vor Bauch und Steiß. Wir gehorchten ihre Winke. Sie fühlten sich unendlich wohl, sie schreckten kein Gewitter. Jedoch, ihr Postamt war hohl, die Krone Schmuck war Flitter. Wir haben nur die Faust erhoben, da ist der ganze Schmuck zerstoben. Jetzt geht's die Freiheit auf zu schnell. Die erste Arbeit ist geschafft. Der Kamerade nicht erschlafft von unserem Werk, die Millionen. Doch füllen wir den Pfeffersack, auf ihr Gehalt die Reichen. Noch drückt das Unternehmerblatt, die Sporn uns in die Weichen. Noch darf die Welt uns Karren heißen. Doch gibt es
jetzt die Freiheit auf zu stellen. Man auch nicht mehr. Ich weiß nicht. Ich meine, wenn man es nicht ganz so, wenn man es nicht ganz über so abschätzt. Pisser ziehen vielleicht. Ja, aber jetzt bin ich bin jetzt nicht angefangen mit dem Thema. Und das wird nicht. Ich habe gerade gesagt über einen ich habe gesagt über einen Pisser ziehen, aber das ist ihm etwas ja, Entschuldigung, Klaas. Das ist mir alles so peinlich. Einer meiner Musiker, als er kacken musste, ich musste eine Stange Lehm rausdrücken. Das hatte ich auch noch nicht gehört. Ist das bei euch auch sehr alt? Nee, das ist bei uns immer, wenn einer schon, wenn es schon ein bisschen riecht, sagt man immer, das Schokoladenauto hupt schon. Oh. Ich hatte aber letztens eine sehr schöne Situation im Zug. Da saß eine Mutter mit ihrem, ich würde mal 5 Jahre alten Sohn tippen, und dann sagt er zu seiner Mutter, Mama, ich muss wursten. Nee. Das ist auch nett. Und ich hab wirklich, sie hat die Kopfhörer aufgesetzt und mir so, oh mein Gott. Und dann gehen die und kommen wieder und du weißt ganz genau, was Sache gewesen ist. Ne? Sie hat ihm den Arsch abgeputzt. Genau, naja. Mahlzeit. Aber was, um dann einfach vielleicht mal da einzusteigen, weshalb du auch unter anderem schon ein bisschen hier bist. Du hast auf Plattdeutsch eine Platte eingesungen. Ja, auch. Also auch. Diverse Platten, aber auch auf Platte. Das Tolle ist, ich habe gerade festgestellt am Sonntag, weil es gab eine Goldverleihung für mich. Ich bin die erste Künstlerin in Deutschland, die auf Plattdeutsch ein Album gemacht hat und dafür Gold gekriegt hat. Juhu! Wie toll! Wie toll! Das ist aber schön, dass du das selber erzählst. Und ich wollte nämlich da gleich noch drauf kommen. Das ist echt eine Auszeichnung. Ne? Ich meine, da sind ganz viele Norddeutsche, die sich wahrscheinlich wahnsinnig freuen. Ich habe vor allen Dingen immer gedacht, es gibt so andere, so Hannes Wader, den wir seit vielen Jahren kennen, dachte ich, der hat sicherlich auch schon mal sowas wie Gold oder Platin gekriegt. Aber irgendwie ist es nicht so. Da war ich sehr stolz. Und es gab eine sehr, sehr große Feier. Feiern. Stell das mal wieder weg. Mit Alkohol, aber ohne Bumsen. Ja, das war bei uns ähnlich. Klaas und ich hatten auch eine sehr große Feier und haben dabei eine Weihnachts-CD aufgenommen. Wir machen eine ganz kurze Werbung und wir haben auch nicht gebumst dabei, nur um es zu gehen. Bahai Chi Bum Bai Chi es Schlafen. Hallo, ich bin H.P. Baxter von Scooter. Weihnachten ist ein wunderbares Fest. Wir sitzen mit unseren Liebsten zusammen, beschenken uns und lauschen wunderbaren Melodien. Die schönsten Weihnachtsklassiker gibt es nun neu aufgelegt und digitally remastered. Weihnachten mit Joko und Klaas. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Joko und Klaas ist es gelungen, einen eigenen, unverwechselbaren Weihnachtssound zu etablieren. Der Dolby Digital Sound genügt höchsten Qualitätsansprüchen und sorgt für unbefleckten Empfang. Oh, ab, jetzt macht das Interview. Ich habe gerade gesagt, weil das ein sehr lustiger Moment war, als man mir sagte, dass du kommst. Ich hatte da gar nicht mehr mit gerechnet, dass wir uns nochmal wiedersehen. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Junge. Wegen so einer Aktion habe ich letztens richtig Ärger gekriegt. Ne? Einfach irgendwie. Ja. Ich hätte es nicht gemacht, wenn es nicht sehr groß drauf wäre. Nein, alles gut. Aber ich fand es lustig, dass wirklich in der Redaktion auf einmal jemand sagte, so, ach die redet so gerne über das Bumsen. Ich? Ja, das hat irgendwie eine große Tageszeitung wohl mal getitelt, dass du auf deinen Konzerten so wahnsinnig viel über das Bumsen redest. Ich? Noch nie, auf meinen Konzerten? Ja. Überhaupt nicht. Nee? Wie soll man sich das vorstellen? Ja, ich weiß Hallo, es auch nicht. Münster, Folgendes. Ich bums ja so gern. Oder nein, ich weiß nicht, ich wollte dich gerade fragen. Als ich neulich mal wieder bumste, da ist mir was passiert. Nein. Ich finde, bumsen ist auch ein ganz schönes Wort. Also, ja, ich finde auch vor allem bumsen ist wie Soße. Soße. Also das heißt bumsen und Soße. Soße. Oder?
Also würde ein Mann, in den ich mich gerade verliebt hätte, Bumsen sagen, hätte ich mich sofort wieder entliebt, glaube ich. Was sagt man denn besser als Bumsen? Ich finde Vögeln oder Ficken. Vögeln oder Ficken? Oder was sagt eure Generation? Tackern. Tackern. Nageln sagt man auch nicht mehr. Ich weiß nicht. Ich meine, wenn man es nicht ganz so über den abschätzt. Pisser ziehen vielleicht. Ja, aber ich bin jetzt nicht angefangen mit dem Thema. Und das wird nicht. Ich habe gerade gesagt über den Piss. Ich habe gesagt über den Pisser ziehen, aber das ist ihm etwas unangenehm. Ja, Entschuldigung, Klaas. Das ist mir alles so peinlich. Einer meiner Musiker, als er kacken musste, ich musste eine Stange Lehm rausdrücken. Das hatte ich auch noch nicht gehört. Ist das bei euch auch sehr alt? Nee, das ist bei uns immer, wenn es schon ein bisschen riecht, sagt man immer, das Schokoladenauto hupt schon. Oh. Ich hatte aber letztens eine sehr schöne Situation im Zug. Da saß eine Mutter mit ihrem, ich würde mal 5 Jahre alten Sohn tippen, und dann sagt er zu seiner Mutter, Mama, ich muss wursten. Nee. Das ist auch nett. Und ich habe wirklich, sie hat die Kopfhörer aufgesetzt und so, oh mein Gott. Und dann gehen die und kommen wieder und du weißt ganz genau, was Sache gewesen ist. Ne? Sie hat ihm den Arsch abgeputzt. Genau, naja. Mahlzeit. Aber was, um dann einfach vielleicht mal da einzusteigen, weshalb du auch unter anderem ein bisschen hier bist. Du hast auf Plattdeutsch eine Platte eingesungen. Ja, auch. Also auch. Diverse Platten, aber auch auf Plattdeutsch. Das Tolle ist, ich habe gerade festgestellt am Sonntag, weil es gab eine Goldverleihung für mich. Ich bin die erste Künstlerin in Deutschland, die auf Plattdeutsch ein Album gemacht hat und dafür Gold gekriegt hat. Juhu! Aber schön, dass du das selber erzählst. Und ich wollte nämlich da gleich noch drauf kommen, dass das ist echt eine Auszeichnung. Ne? Ich meine, da sind ganz viele Norddeutsche, die sich wahrscheinlich wahnsinnig freuen. Ich habe vor allen Dingen immer gedacht, es gibt so andere, so Hannes Wader, den wir seit vielen Jahren kennen, dachte ich, der hat sicherlich auch schon mal sowas wie Gold oder Platin gekriegt. Aber irgendwie ist es nicht so. Da war ich sehr stolz. Und es gab eine sehr, sehr große Feier. Feiern. Stell das mal wieder weg. Mit Alkohol, aber ohne Bumsen. Ja, das. Aber ich habe in meinem normalen Hochprogramm, in dem ich immer so gerne über das Bumsen rede, auch plattdeutsche Songs dabei. Du redest also gerne über das Bumsen? Nein, ich wollte das nur so ein bisschen lockerer. Aber das war nämlich meine Frage, weil eigentlich, wenn du in Stuttgart bist zum Beispiel, die können ja selber kein Hochdeutsch, ist es ja schon schwierig, den wahrscheinlich zu erklären. Ja, aber die mögen das. Wir wissen das so auch, wenn so ein Bayer irgendwie bayerisch spricht, das höre ich auch sehr, sehr gerne. Ist übrigens so ungefähr der einzige Dialekt, den ich wirklich gerne höre. Und wenn die so bayerisch singen oder bayerisch sprechen, dann mag ich das so gerne. Und ich hoffe, dass die das so gerne mögen, wie wenn ich dann Plattdeutsch rede. Sie verstehen nichts, aber sie akzeptieren es. Wir waren ja gerade wieder da in Regensburg und die flippen aus. Die mögen das. Waren die Bajuwaren auch die dich ausgezeichnet haben als die, was warst du, nicht Bierkönigin, sondern die Bierbotschafterin? Ja, das war deutschlandweit. Also deutschlandweit, die ganzen Bierbrauer Deutschlands haben gesagt, sie wird unsere Bierbotschafterin. Und da war ich zusammen mit Herrn Kauder Bierbotschafterin. Und was macht man da? Das ist so. Wir haben sehr gefeiert, alle Biere probiert und zwischendurch hätte man dies oder das machen können, aber ich war leider die ganze Zeit auf Tour und konnte da nicht groß irgendwelche Bierveranstaltungen. Ein Jahr lang die Botschafterin des deutschen Bieres. Ja, und wen soll man da Besseres kriegen? Na, mir fällt da schon einer ein. Weißt du, was ich lustig finde? Was ich heute gelesen habe, ihr macht ja Silvester eine Sendung, ne? Und ich mache auch Silvester eine Sendung. Wir sind zur gleichen Zeit im Fernsehen. Was machen wir jetzt? Für eure Sendung Werbung oder für meine? Das ist ja genau wie jetzt. Wir sind auch zur gleichen Zeit im Fernsehen. Ja. Ist das nicht lustig? Wir können uns ja mal gegenseitig zuwinken. Ich winke dann euch zum Brandenburger Platz und ihr winkt mir in den Schellfischposten. Du bist mit wem hast du als Gäste? Dann wissen wir schon mal, wer zu uns nicht kommt. Also, Gunter Gabriel. Wirklich? Ja. Du hörst ja nicht weit. Mary Rose und Thomas Hermanns. Und die Fanta 4 sind da und Bossos ist da. Die und Fanta 4 verbringen wir diesen Semester. Katzenjammer, waren die letztes Jahr nicht bei uns? Kann sein. Er bereitet sich auf seinen nächsten Gag vor, stör ihn nicht. Entschuldigung. Aber das heißt, du bist dann wirklich an deinem Schellfischposten am Silvesterabend? Das ist ja nicht eher traurig. Natürlich. Traurig? Bist du ja, also wahnsinnig? Wir haben wenigstens 1 Million Menschen da vor uns stehen, wo man so das Gefühl hat, man feiert mit irgendwem. Die 1 Million Menschen, die erreichst du ja gar nicht. Die sehen dich zwar, weil du siehst die jetzt gar nicht im Sinne, dass du sie anfassen kannst und mit allen zuprosten. Ich kann ja all meinen Gästen noch persönlich zuprosten. Bei uns werden wir, glaube ich, am Ende nackt auf den Tisch tanzen. Ob man sehen will, ist die andere Sache. Aber ich nehme mal an, die Jüngeren werden eh eure Sendung einschalten und die richtig feiern. Das ist wahrscheinlich, du bist an ARD oder NDR? Nein, NDR natürlich. NDR. Ja, könnte sein, dass die ARD sich das mal wagt. Nein. Da ist, glaube ich, Florian Silbereisen. Ja, ist wirklich? Der Flori? Ja. Ach, ich glaube, ist das nicht so? Du, der Flori könnte auch gut Botschafter des Du kennst doch schon euer Gegenprogramm dann, Silvester, oder nicht? Silvester ist ja scheißegal, was man da, also, oder? Weil das ist ja eh so ein bisschen Sauf-Fernsehen, was nebenbei läuft, ne? Also, ja, man fragt sich immer, wer guckt, oder?
Also das, also ich weiß, dass Joko auf jeden Fall Silvester schon mal Astro TV geguckt hat. Ja. Vor ein paar Jahren. Weil da saß du wie irgendwann so eine total verzweifelte, die gesagt hat, ruf doch endlich mal einer an. Ja. Die hatten wirklich, die saß, das war wicked. Aber hei, bum, bei, bum, bum, bum. Den teuren Pailletten vorne zu sein. Du kannst dich gerne hier setzen, wenn du magst. Das haben wir natürlich, ne? Was ich zu dem Plattdeutsch-Album, was mit Gold ausgezeichnet wurde, was übrigens da Nied Obleckt heißt. Ja. Was heißt das? Neu aufgelegt. Ah, Nied Obleckt. Gut. Das ist ja schon so, dass du damit durch ganz Deutschland tourst, oder? Ja, es ist so, dass ich mit dem Rheinplattdeutschen nur auch so bis Münster quasi runtergespielt habe. Ah, okay. Aber ich habe in meinem normalen Hochprogramm, in dem ich immer so gerne übers Bumsen rede, auch plattdeutsche Songs dabei. Du redest also gerne übers Bumsen? Nein, ich wollte das nur so ein bisschen lockerer. Aber das war nämlich meine Frage, weil eigentlich, wenn du in Stuttgart bist zum Beispiel, die können ja selber kein Hochdeutsch, ist es ja schon schwierig, den wahrscheinlich zu erklären. Ja, aber die mögen das. Wir wissen das so auch, wenn so ein Bayer irgendwie bayerisch spricht, das höre ich auch sehr, sehr gerne. Ist übrigens so ungefähr der einzige Dialekt, den ich wirklich gerne höre. Und wenn die so bayerisch singen oder bayerisch sprechen, dann mag ich das so gerne. Und ich hoffe, dass die das so gerne mögen, wie wenn ich dann Plattdeutsch rede. Sie verstehen nichts, aber sie akzeptieren es. Wir waren ja gerade wieder da in Regensburg und die flippen aus. Die mögen das. Waren die Bajuwaren auch die dich ausgezeichnet haben als die, was warst du, nicht Bierkönigin, sondern die Bierbotschafterin? Ja, das war deutschlandweit. Also deutschlandweit, die ganzen Bierbrauer Deutschlands haben gesagt, sie wird unsere Bierbotschafterin. Und da war ich zusammen mit Herrn Kauder Bierbotschafterin. Und was macht man da? Das ist so. Wir haben sehr gefeiert, alle Biere probiert und zwischendurch hätte man dies oder das machen können, aber ich war leider die ganze Zeit auf Tour und konnte da nicht groß irgendwelche Bierveranstaltungen. Ein Jahr lang die Botschafterin des deutschen Bieres. Ja, und wen soll man da Besseres kriegen? Na, mir fällt da schon einer ein. Weißt du, was ich lustig finde? Was ich heute gelesen habe, ihr macht ja Silvester eine Sendung, ne? Und ich mache auch Silvester eine Sendung. Wir sind zur gleichen Zeit im Fernsehen. Was machen wir jetzt? Für das eure Sendung Werbung oder für meine? Das ist ja genau wie jetzt. Wir sind auch zur gleichen Zeit im Fernsehen. Ja. Ist das nicht lustig? Wir können uns ja mal gegenseitig zuwinken. Ich winke dann euch zum Brandenburger Platz und ihr winkt mir in den Schellfischposten. Du bist mit wem hast du als Gäste? Dann wissen wir schon mal, wer zu uns nicht kommt. Also, Gunter Gabriel. Wirklich? Ja. Du hörst ja nicht weit. Mary Rose und Thomas Hermanns. Und die Fanta 4 sind da und Bossos ist da. Die und Fanta 4 verbringen wir diesen Semester. Katzenjammer, waren die letztes Jahr nicht bei uns? Kann sein. Er bereitet sich auf seinen nächsten Gag vor, stör ihn nicht. Entschuldigung. Aber das heißt, du bist dann wirklich an deinem Schellfischposten am Silvesterabend? Das ist ja nicht eher traurig. Natürlich. Traurig? Bist du ja, also wahnsinnig? Wir haben wenigstens 1 Million Menschen da vor uns stehen, wo man so das Gefühl hat, man feiert mit irgendwem. Die 1 Million Menschen, die erreichst du ja gar nicht. Die sehen dich zwar, weil du siehst die jetzt gar nicht im Sinne, dass du sie anfassen kannst und mit allen zuprosten. Ich kann ja all meinen Gästen noch persönlich zuprosten.